Liebe hier Versammelten, liebe Freunde aus IFTA und der Umgebung, lieber Herr Bürgermeister, für mich ist das immer eine ganz große Freude, nicht nur regelmäßig hier hinzukommen, sondern zu wissen, dass es jedes Jahr hier stattfindet, weil das innerlich mich erfüllt mit einer Kontinuität, mit einer Wiederholung. Und eine Wiederholung ist ja nicht einfach nur hier oben etwas kapieren, sondern wiederholen bedeutet ja, dass immer etwas immer tiefer sinkt in der Seele, dass man immer tiefer mit den Dingen nach innen kommt, eine innerliche Erfahrung damit macht. Und mir geht es eben, wenn ich zu euch hier hinkomme, mittlerweile wirklich buchstäblich so, dass ich dieses alte Bild verstehen kann, eben ist der Name der heiligen Elisabeth gefallen, das alte Bild des Herzens. Denn wir haben ja damals, als wir mit der Idee hier angekommen sind, sozusagen an der Stelle, wo in der Mitte Deutschlands die Grenze ging und dann die B7 oder wie das bei euch hieß, ich weiß es nicht, jedenfalls, wir haben dann festgestellt, dass es wirklich mitten in Deutschland ist. Und das Bild vom Herzen Deutschlands ist ein altes Bild. Viele meinen, es sei schon veraltet. Ich glaube, also bei mir ist es immer neuer geworden. Ganz ehrlich. Und die Herzfrage, die ja auch mittlerweile sich auf ganz Deutschland hat sich hier früher bezogen, da hieß es, Deutschland ist das Herz Europas. Und ich finde, dieses Herzerlebnis habe ich immer mehr, je öfter ich jetzt zu euch komme, auch durch diese Regelmäßigkeit des Rhythmuses, als wenn das wie eine Art von Herzrhythmus ist. Also das möchte ich ganz besonders betonen, weil wir ja immer mehr dazu neigen, alles mehr oder weniger hier oben zu klären. Ne? Hier bei dem Klugen. Früher nannte man ihn eher einen Dummkopf, aber es hat sich herausgestellt, dass er immer mehr dominant wird. Und das Gefährliche dabei ist, dass wir dabei unser Herz vergessen, unter Umständen sogar verlieren. Und mit Herz ist ja gar nichts anderes gemeint als eine innere Wärme, als etwas, was uns miteinander innerlich verbindet. Und was diese innerliche Verbindung eben eine Wärmeverbindung ist, manch einem ist das vielleicht ganz peinlich, wenn ich das ausspreche, aber ich muss das heute sagen. Ich muss darauf hinweisen, dass wir auf diese Herzkräfte dringend angewiesen sind und dass sie alles andere sind als bloß sentimental, sondern dass sie eigentlich ein Kraftzentrum sind, das wir heute dringend brauchen. Eine innerliche Herzhaftigkeit uns gegenüber, und zwar in einem ganz neuen Sinne, nicht in dem alten Sinne. Denn der alte Sinn hat sich mehr oder weniger verflüchtigt. Der ist durch Torturen gegangen, durch Erscheinungen, bis hin zu dem Punkt, an dem wir heute stehen, wo also wirklich allen Ernstes jemand mit einer einzigen Atombombe die ganze Erde in Atem halten kann. Nicht, das wollen wir mal festhalten. Und dass wir insofern in einer Situation sind, wo man könnte sagen, es hat sich so zugespitzt, nicht nur da, sondern auch in anderen Fällen, dass wir alle irgendwie, also ich jedenfalls den Eindruck habe, wir hätten den Boden allmählich unter den Füßen verloren oder wir wären in einer Art Orientierungslosigkeit gelandet, als sei der Kopf, also die Orientierung, als seien all die alten Dinge, die uns früher mal vertraut waren, als würden die heute nicht mehr funktionieren. Also das, so geht's mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich hier hinkomme, habe ich das Gefühl, ich müsste euch das sagen. Ich müsste euch sagen, dass etwas so zugespitzt ist in meinem Inneren, dass ich mich frage, sind wir jetzt am Ende? Und gleichzeitig sage ich mir, man kann eigentlich überhaupt erst neu anfangen, wenn man am Ende ist. Also das ist ein ganz merkwürdiges Ding.
Und jetzt ist eben von 33 Jahren die Rede gewesen. Wir sind zum 33. Jubiläum hier. Und die 33 spielt ja jetzt nun auch wieder eine ganz große Rolle. Denn wir wissen ja, dass Jesus Christus praktisch 33 Jahre wirksam war, vor allen Dingen in den ersten 30 Jahren, vor allen Dingen als Mensch und dann als Gott Christus. Und der durch den Tod gegangen ist, um aufzuerstehen. Also ich bin jetzt hier kein Priester und ich will hier auch keine Kirchenrede halten, aber ich möchte gerne mal daran erinnern, dass die Auferstehung nur möglich ist, dass sie nur möglich ist mit dem Tod. Es gibt keine Auferstehung ohne den Tod. Und sollten wir jetzt innerlich in uns so eine Art Todeserlebnis manchmal haben, also die Angst, dass wir nicht mehr weiterkommen, dass die Menschheit an einen Punkt geraten ist, wo vielen heute das Gefühl der Aussichtslosigkeit erscheint, so kommt es mir manchmal vor, so kann ich nur sagen, das ist unter Umständen ein gutes Zeichen, denn es ist die Bedingung für eine Auferstehung. Also ich meine das ganz ernst. Und ich sage es nicht sozusagen als Gläubiger, sondern ich sage es als Wissender. Ich sage es als einer, der das erkannt hat, der die Notwendigkeit erkannt hat und deswegen ganz genau sich fragt, was ist eigentlich jetzt der entscheidende Punkt, wo man aus diesem Todeserlebnis innerlich, wo man sozusagen in eine Wende kommt. Ich benutze den Begriff Wende sehr bewusst, denn er ist uns allen sehr geläufig, aus einer Wende, die eben 33 Jahre, 34 Jahre hinter uns liegt. Und es war eine Wende insofern, als eine Art von, als eine Überzeugung oder immer mehr zur Ideologie gewordene Idee des Sozialismus untergegangen ist. Nicht? Einfach untergegangen ist und es hat das andere System, das sich ja nicht auf den Sozialismus berufen hat, sondern auf die Freiheit, das andere hat gesiegt. Ich habe aber das deutliche Gefühl, dass wir jetzt vor einer Wende 2 stehen, wo nämlich die Freiheitsfrage ganz neu zur Diskussion steht, wo wir mal einfach überprüfen müssen, ob das, was wir bisher als Freiheit gedacht haben oder was wir als Freiheit angestrebt haben, ob das bereits schon wirklich die Erfüllung von Freiheit ist. Also das ist für mich eine ganz ernsthafte Frage. Ich glaube, dass wir das ganz neu nochmal miteinander ins Gespräch bringen müssen, ins Denken bringen müssen, ob nicht der Freiheitsanspruch noch viel, viel tiefer und radikaler erfolgen müsste, als er bisher so allgemein im Gespräch ist, in den Medien vertrieben wird und wo auch immer. Ich glaube, dass wir dafür aufgerufen sind in Zukunft, und das meine ich als Neubeginn. Ich glaube, dass wir aufgerufen sind, miteinander tatsächlich mehr die Dinge mal unter dem Gesichtspunkt der Selbstbestimmung und der Freiheit zu besprechen, um unter Umständen zu dem Ergebnis zu kommen, dass wir eigentlich die Freiheit jetzt allmählich überhaupt erst mit Bewusstsein aufbauen müssen. Dass das, was bisher unter Freiheit lief, ich will das gar nicht negativ sagen, genauso wenig, wie ich übrigens den Begriff Sozialismus negativ sage, sondern ich glaube, dass der Sozialismus, also praktisch, dass wir zusammen etwas machen, dass wir arbeitsteilig gemeinsam als Menschheit global zusammengehören, dass das natürlich eine Idee ist, die muss, wenn die nicht uns innerlich erfüllt, dann gnade uns der liebe Gott. Denn wir sind als Menschenwesen auf der Erde ein Ganzes. Und das muss uns allmählich immer mehr bewusst werden. Und es kann uns nur bewusst werden in jedem Einzelnen. Also wohlgemerkt, wir stellen uns jetzt mal vor, die Menschheit als Ganzes, das nennt man Globalisierung. Und die Frage ist jetzt, wie lässt sich in einem Ganzen die Freiheit durchsetzen oder erfüllen? Und dann komme ich zum Ergebnis, sie lässt sich nur erfüllen in jedem einzelnen Menschen als Ich.
als der äußerste Punkt der Einsamkeit und Alleinsein als Ich-Wesen. Das ist der einzige Punkt, wo das Freiheitsprinzip überhaupt erst entstehen kann. Und von daher stehen wir vor der Frage, wie können wir diesen Begriff der Freiheit in uns selber noch mal ganz neu hervorbringen, indem wir mal unabhängig von allen Parteien, unabhängig mal von irgendwelchen Sonderinteressen und so weiter, mal uns zusammensetzen und diesen Punkt noch genauer mal miteinander besprechen und mal überprüfen, was wir bisher einfach übersehen haben, was wir bisher einfach nur übergangen haben aus Gewohnheiten. Und wir haben ja jetzt schon so einige Krisen hinter uns, wo die sogenannten Gewohnheiten, auf die wir uns verlassen, so ganz schön in Frage gestellt waren, nicht? Also die Corona-Geschichte war ja eine Attacke gegen unser gewohntes Sein, nicht? Ich weiß nicht, wie viele Menschen, wie viele Unternehmen daran auch kaputt gegangen sind. Also es gibt eine ganze Menge Menschen, die sind daran richtig, also mal abgesehen davon, dass nichts mehr wirklich funktioniert hat, gab es ja Existenzen, die dabei untergegangen sind. Und eigentlich war diese Attacke der Corona-Krise von außen der Anstoß, wir wurden auf uns alleine zurückgeworfen. Ich wollte nur sagen, wir müssen jetzt, wir sind an einem Punkt von Wende 2. Wenn Wende 1 war, die Idee oder die Ideologie des Sozialismus hat nicht standgehalten, weil sie in Wahrheit ja nicht Sozialismus war, sondern eigentlich ein Zentralismus pur. Stehen wir heute an dem Punkt, wo das System, was damals den Sozialismus überwunden hat, als Kapitalismus neu in Frage gestellt werden muss. Ich betone das. Ich glaube, dass der Kapitalismus mittlerweile nicht mehr wirklich überzeugen kann. Innerlich nicht, aber außen eben auch nicht. Und das muss uns klar werden. Und wir stehen vor der Frage, wo können wir jetzt ansetzen? Und ich will jetzt hier keine lange Rede weiterhalten. Ich habe schon genug gesagt. Aber was ich noch sagen will, ist Folgendes. Ich habe gesagt, wenn ich hier, jetzt hör auch zu, wenn ich hier zu euch komme, habe ich immer mehr das Erlebnis, nach 33 Jahren, das Erlebnis, dass ich in eine Herzgegend komme. Also das Herz Deutschlands und dann Deutschland das Herz Europas. Und die Frage in mir groß wird, ob diese alten Geschichten mit dem Herzen, dieses alte Bild, ist eigentlich das Bild von innerlicher Wärme, das wir dringend brauchen, um miteinander wieder neu ins Gespräch zu kommen. Und jetzt möchte ich noch einen Hinweis dazugeben. Und zu dem Herzen ist notwendig das Kreuz. Wenn wir das Herz ansiedeln, dann haben wir es hier irgendwo. Und das Kreuz haben wir hier oben. Das ist die Ratio, das strenge Denken, nicht? Also das Koordinatenkreuz, das Vertikale mit dem Horizontalen. Und in diesem Kreuzbild, da erscheint etwas ganz Geheimnisvolles, nämlich das Geheimnis, wie kann aus der Selbstbestimmung des Menschen als denkendes Wesen, aber auch als fühlendes Wesen, ein wollendes Wesen werden. Wie ist es möglich, dass wir aus dieser Einzelheit, in die wir zurückgeworfen werden, wieder hineinkommen in die Möglichkeit eines Wir, eines Zusammenarbeitens? Und die These lautet, es geht nur über das Ich. Das Ich ist die eigentliche Verbindung zwischen uns. Und wir können uns nicht auf irgendetwas sonst berufen, sondern nur noch auf uns selber. Wir müssen aber in uns selber tiefer bohren, damit wir höher kommen. Und ihr merkt, ich mache jetzt die Vertikale. Die Vertikale ist ein Zeichen des Kreuzes. Wo ist die Horizontale? Die Horizontale ist eigentlich unsere gleiche Augenhöhe. Die Horizontale ist die Idee der Demokratie. Die Horizontale ist egal, ob jemand klug ist, nicht so klug ist, ob er Mann ist, Frau ist, schwarzer, weißer, egal was. Der Demokratiebegriff ist die Gleichberechtigung. Das ist die gleiche Augenhöhe, die uns alle miteinander im Rechten, im Rechtsleben verbindet. Und wir dürfen den Begriff der Demokratie nicht länger so äußerlich denken. Nicht immer daran denken, die Herrschaft der Mehrheit. Dann kriege ich ja schon einen Schrecken, wenn ich überhaupt daran denke. Wir müssen den Begriff der Demokratie
wirklich als eine Herz, einen Herzbegriff erleben. Und das bedeutet, wir müssen die Horizontale der Augenhöhe jetzt verbinden mit der Vertikale der Ich- und Selbstbestimmung, die in jedem einzelnen Menschen möglich wird. Und wenn uns das gelingt, dass wir das Ich als den einzelnen Menschen in eine innerliche Verbindung mit dem Ganzen bringen, dann hätten wir einen klitzekleinen ersten Schritt getan. Und das meine ich jetzt wirklich als eine ganz große Not und Notwendigkeit, das hier zu sagen. Denn dieses Baumkreuz ist eigentlich ein Bild dafür. Mitten durch Deutschland, im Herzen Deutschlands, aber da eben die Kreuzform als die Horizontale, die den Himmel und die Erde voneinander unterscheidet, verbinden mit der Vertikale, dass in jedem einzelnen Ich der Wunsch und der Wille entsteht, sozusagen aus der Flachlage, in der wir geistig im Moment uns alle befinden, wirklich aufzusteigen und noch tiefer zu bohren als bisher. Danke. Super.